hier im Café Sand. Willkommen an Sie, an euch, die im Livestream dabei seid, des Weserkurier und natürlich alle, die heute hier live im Café Sand sind. Schön, dass ihr da seid. Habt einen schönen Freitagabend. Das ist euer Abend. Und natürlich habe ich mir einen fantastischen Gast eingeladen, wenn wir schon am Freitagabend hier sind im Weserstrand-Talk. Sie sieht immer ein bisschen aus, als hätte sie gerade erst Abi gemacht, aber ihre Karriere ist eine absolut reife Leistung. Eine unglaubliche Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin. Und nordisch by nature ist sie jetzt schon, weil sie im Tatort von Bremen und Bremerhaven natürlich mitspielt. Ich freue mich ganz besonders auf Jasna Fritzi Bauer. Jasna, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Bärbel. Ja, gerne. Hast du gerade überlegt, ob du losgehen darfst ja. oder nicht? Ich habe bei der Einweisung noch nicht so gut zugehört. Okay, also es ist natürlich bei Schauspielern, weiß man immer, die brauchen eine Einweisung, bis sie dann wissen, wann sie losgehen ja. sollen. Hat alles geklappt oder willst du nochmal nach oben und nochmal runterkommen? Nee, ich will auf gar keinen Fall nochmal nach oben. Wir könnten das nochmal oder würde dich das stressen? Nee, ich würde mich nicht stressen, aber ich glaube, ich würde dann hinfallen wahrscheinlich. Was? Das kann doch nicht. Ist dir das irgendwo schon mal passiert? Dass du dich langgelegt hast, irgendwie auf dem roten Teppich? Stimmt nicht. Nee, stimmt nicht. Ich will mal sagen, ich bin schon ein bisschen tollpatschig. Aber meistens nicht eher in den privaten Momenten. Okay, tollpatschig würde ich jetzt gar nicht mit dir verbinden. Ich dachte, du bist so eine souveräne Frau, die das Leben im Griff hat. Genau so ist es. Wollen wir es dabei belassen einfach? Lassen es dabei, ja. Okay, kannst du Cracker schmieren, weil ich habe dir Spundekäse aus Frankfurt mitgebracht. Wirklich? Ja, wirklich? Geil. Quietsch. Ja, klar, gar nicht. Haben die in Bremen hier lange versucht zu finden? Was ist das, Spundekäse? Gibt es in jedem Supermarkt, in jedem tollen Käseladen? Kommt auf einem hochkarätigen Feinkostgeschäft? Spundekäse gibt es nicht überall. Nein, eben nicht. Das gibt es nur in Hessen. Das ist eine hessische Spezialität. Das ist ein, ich würde sagen, ein Frischkäse-Quark-Zubereitung mit ja. Paprika und verschiedenen Gewürzen. Also wirklich das beste, beste Gericht aller Zeiten. Okay, du probierst ja. und ich reiche den Rest rum oder teilst du ungern? Ja, doch, das schmeckt gut, sehr gut. Man muss den Mund treffen, das ist schon mal vor. Das ist sehr gut. Man isst ihn typischerweise mit kleinen Brezelchen, aber... Ja, hatten wir hier auch nicht in Bremen. Ist ja. alles auf dem Oktoberfest und ist... Also der ist sehr gut. Einmal rumreichen, ja. Einmal rumreichen, okay. Spundekäse, aber was hast du mit Hessen zu tun? Du bist doch jetzt Tatort Bremen. Wir haben Becksbier hier für dich vorbereitet. Ich dachte eigentlich, du würdest jetzt so sagen, Bärbel, mach mir Grünkohl mit Pinkel oder irgendwie zu Stockinger eine Bratwurst essen oder sowas. Warum ich Spundekäse mache? Ja. Ja, weil ich aus Hessen komme. Aber natürlich liebe ich Grünkohl mit Pinkel und Becksbier. Und Kaffee, Haag, ist das hier? Okay. Und man Haag. Merkt schon, du bist angekommen im Norden. Gibt es irgendeine Verbindung zu Norddeutschland von deiner Seite aus? Nein. Also rein gar nicht. Also wirklich okay. überhaupt gar nicht. Und aber du machst den Bremer Tatort. Den mache ich ja. Das wäre jetzt die einzige Verbindung, die mir einfallen würde. Genau, das ist doch schon mal eine das ganz gute. Ja. Und ein Becks auf dein Wurst. Ich verbinde dich ja immer mit so einer chilligen Atmosphäre. Wenn ich an Jasna Fritzi Bauer denke, wenn ich auf deinen Social Media Account gehe, dann bist du immer irgendwie umgeben von lauter coolen Frauen. Ihr seht immer aus, als wenn euer Leben eine einzige Party ist und von dir kann man lernen zu chillen. Das kann man nun wirklich. Also ich bin, ich liebe chillen. könntest du. Wollen wir mal zusammen chillen? Ja. Ich bin ja immer so ein bisschen hektisch und also was heißt das, du chillst? Du wartest auf einen Anruf deiner Agentin? Ich warte einfach. Wann kommt das nächste Drehbuch oder ich was? Ich einfach und warte ab. Ich sitze es aus. Ich sitze es aus. Nee, ich habe wirklich viel gearbeitet in meinem Leben. Also ich habe ja mit 14 angefangen, Theater zu spielen. Das ist ja noch Kinderarbeit. Das war wirklich Kinderarbeit. Da hat man auch keinen Lohn bekommen, sondern nur so eine Aufwandsentschädigung, damit es keine Kinderarbeit ist. Und habe wirklich ab da durchgearbeitet während meinem Studium. Dann bin ich ans Burgtheater, habe irgendwie 10 Monate gespielt, 2 Monate gedreht. Und irgendwann habe ich gedacht, es geht nicht. Ich kann nicht jedes Jahr durcharbeiten, ich brauche auch mal Pausen und dann...
ist es so ein bisschen bei Selbstständigen und bei Kreativen, dann kommt das nächste Angebot, dann kommt der nächste Drehtermin, weil man dann ja auch ein bisschen denkt, kommt denn was im nächsten Sommer? Na, vor allem, wenn man auch fest am Theater engagiert ist, darf man untertags einfach eigentlich nicht drehen, weil man am Theater gebraucht wird. Okay. Und so blieb mir nichts anderes. Kriegen die das denn mit, wenn deine Probe immer um 15 Uhr beginnt? Kannst du ja morgens drehen. Die Probe ist ja nicht um 15 Uhr leider, die ist um 9. Um 9? Ja, im Burgtheater war es 9 bis oder 10 bis 15, 16 Uhr. Und dann haben wir 2 Stunden Pause und dann gehst du schon in die Maske. Und ich habe wirklich fast jeden Tag gespielt, also wirklich keine Option frei. Und dann musste ich halt wohl notgedrungen in den Ferien drehen. Mhm. Und das will man ja dann auch, wenn man immer weiter vorkommen will und denkt, ah, wenn ich jetzt nicht drehe, dann werde ich gar nichts mehr drehen und dann muss ich für immer nur Theater denken. aber ich gerate in Vergessenheit. Klar, das Angebot ist da, das Drehbuch gefällt dir dann auch. Das heißt, du musstest eigentlich erstmal wieder lernen, dich zu entspannen? Ja, total. Ich habe dann irgendwann eine sehr lange Pause eingelegt und habe dann gelernt, es ist irgendwie auch gut, Pausen zwischendurch zu machen, weil man irgendwie auch, man muss ja auch kreativ sein und aus seiner Kreativität schöpfen, wenn man irgendwie 12 Monate im Jahr durcharbeitet. Also mein einziger Freitag war tatsächlich einfach Weihnachten. Das klingt traurig. Ja. Was? und da muss man sich, glaube ich, die Zeit gönnen und ein bisschen... Und sich inspirieren lassen mit coolen Leuten. Ja, so ein bisschen abhängen. Das machen wir jetzt auch. Also, wir sind froh, dass du da bist. Jasna Fritzi-Bauer, die Bühne gehört dir. Herrlich, vielen Dank. Bitte schön. Komm, wir nehmen das Backstage mit. Aufs Kabel gesetzt. Ja, aber ich meine, es gibt ja jetzt den einen oder den anderen, der auch gesagt hat, so, ich habe einen Burnout oder ich bin kurz vor einer Depression. Es gibt ja viele Schauspieler, von denen man auch denkt, das ist so ein glamouröses Leben. Und wenn wir uns im Publikum hier umgucken, da sind ja auch die einen oder die anderen, die vielleicht auch 30, 40 Jahre durchgearbeitet haben, die sagen, na gut, so mit Anfang 30 sagt man schon, man braucht mal Pause. Ist das nicht ein bisschen früh? Ja, bloß wenn es sozusagen an die Gesundheit geht, sollte man aufhören. Ja. Also ich war das bei dir so? Ja, das war bei mir so. Ich habe so viel gearbeitet, dass ich hatte sehr starke Stimmprobleme. Mhm. Meine Stimmbandmuskulatur war überlastet. Mhm. Da kann man nicht viel machen, außer ausruhen. Und schweigen. Und schweigen, ja. Man darf sogar eigentlich nicht mal sich bewegen, weil immer die Muskulatur, auch wenn man nur was guckt, in der Stimmbandmuskulatur... Aber Moment, das sind doch die Augenmuskeln, wenn du was guckst. Das ja, aber dein guckst Körper doch nicht mit reagiert, deinen Stimmbändern. Der Körper reagiert. Also mir wurde eigentlich verordnet Bettruhe im Dunkeln. Oh, das, da würde ich aber auch depressiv werden. Ja, da hab ich auch nicht mitgemacht. Also. Hast du, weiß deine Ärztin das, ja? Die hört ja zu. Okay, aber das ist natürlich dein Werkzeug und dann wird es dann ja schon gefährlich. Also es gibt eine Überlastung der Stimmbänder durch zu viel Reden. Ja, hab ich auch nicht gewusst. Vor allem, ich rede sehr viel und sehr schnell. Und ich hätte niemals gedacht, dass das mit mir passieren kann. Jetzt haben wir hier so ein bisschen so einen Tatort für dich aufgebaut. Also, herrlich, muss ich das lösen? Ja, die Spurensicherung war schon da. Vielleicht lässt du mal, während wir so reden, so ein bisschen den Blick schweifen. Ja, die 3 ist jetzt, der Werderschal. Jetzt kommt wirklich einfach, wird jetzt rauskommen, dass ich wirklich die schlechteste Ermittlerin der Welt bin. Nein. Du kannst nur gewinnen in Bremen. Wir lieben dich doch und sind froh, dass du da bist in Bremen. Aber natürlich musst du auch ein bisschen aufmerksam sein. Unsere Erwartungshaltung ist natürlich hoch. Ja, okay. Was ist los? Nein, guck's dir einfach nur an und du kommst ja auch in Wohnungen, du kommst an Tatorte und dann hinterher sagt vielleicht jemand, ah ja, die Gummistiefel, die waren ja eher so ein bisschen rechts außen. Nee, ach, da ist ja rechts. Ganz viele Bilder von mir. Hast du diese Rechts-Links-Schwäche eigentlich noch? Sehr stark, ja. Ich habe jetzt meinen Führerschein. Ja? Ja. Sehr gut. Endlich, danke schön. Endlich würdigst du es. Aber da weißt du auch, dass es da die eine oder andere... Es hat nur 33 Jahre gedauert. und es fällt mir immer noch schwer, links und rechts. Aber ich habe gelernt, dass hier links ist und da halt nicht. Weil da ist ein L. Ja. L.
ja, und hier halt nicht. Verstehst das stimmt, du? Ja, verstehe ich. Gut, wenn du es dann anders, na gut, naja, machst man du ja. Fährt ja so, man kann es so aufs Lenkrad. Also wir haben eben auf der Treppe gestanden und ich habe versucht dir zu erklären, wenn du die Treppe runterkommst, sitzt du auf der rechten Seite und da hast du auch diesen Rahmen gebildet. Jetzt verstehe ich das natürlich auch. War verwirrend. Ist es verwirrend, wenn du drehst? Eine Rechts-Links-Schwäche, kann ich mir vorstellen. Ja, vor allem ist es verwirrend, man muss dazu sagen, es ist doppelt verwirrend, weil im Theater gibt es Bühnen links und Bühnen rechts. Also wenn im Theater von links und rechts geredet wird, ist es von eurer Seite das links und rechts aus. Wenn ich jetzt aber, also nochmal, mein das rechts, verstehe ich nicht. Also der Regisseur sitzt ja dort unten und ja? Die sitzen auf der Bühne. Wenn er sagt rechts, ist da dann ist dein mein links. Links. Okay, aber daher kommt die Schwäche nicht. Die war ja vorher da, bevor du den Beruf ergriffen hast. Ja, oder? Aber das macht es jetzt nochmal komplizierter. Sozusagen. Ja, das stimmt. Möchtest du damit mit deiner Therapeutin drüber reden oder ist es mittlerweile im Griff? Gerne. Gerne was macht möchte ich mit ihr drüber reden. Ja. Wir haben uns aber gedacht, wenn du so einen Job in Bremen natürlich schon annimmst als Kommissarin, dann setzen wir natürlich voraus, dass du auch Menschenkenntnis mitbringst, dass du jemand bist, ist das jemand zum Beispiel hier, das Paar da vorne, beide in weiß, sind die vertrauenswürdig, haben die vielleicht Geheimnisse? Du kommst ja viel mit Menschen zusammen, du brauchst doch Menschenkenntnis. Ich habe irgendwie das Gefühl, es passiert irgendwas Schreckliches und ich muss irgendwas, jetzt kriege ich so Leistungsdruck. Und ja, ja, du kriegst, natürlich, die Pressure is on you. Also was jetzt nochmal? Magst du keine Leistung? Doch. Ist schwer? Lieb ich. Wir haben ein Spiel, das heißt Menschenkenntnis. Ja. Und du musst uns sagen, sind diese Menschen, die du dort siehst, Täter oder Täterin oder nicht? Okay. Einfach, damit du dich ein bisschen an diese Stadt gewöhnst, an der Weser. Okay. Okay, Sie können mitraten im Publikum. Wir zeigen das erste Gesicht. Ein vertrauenswürdiger junger Herr. Blick. Wir können beide sagen, er ist, glaube ich, nicht mit uns verwandt. Wir kennen ihn nicht. Ja. Wir sind offen innerlich. Würdest du sagen, ist dieser Herr vertrauenswürdig? Würdest du ihn als Agenten engagieren, als Finanzberater? Ich würde sagen nein, aber der Schein trügt. Der Schein trügt. Also du glaubst, er ist ein Täter. Ist es super gemein, Leute wegen Äußerlichkeiten darauf festzulegen, aber wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, ja, er sieht eher aus wie ein Täter als wie ein Finanzberater. Okay, lösen wir auf. Mal sehen, ob Jasna recht. Oh, es ist ein Straftäter. Drogenhandel. Hast du nicht ganz falsch gelegen? Sie? Ja. Willst du noch einen? Na klar. Komm, jetzt, wo es hast einen Lauf. Könnte das deine Nachbarin sein, die Katzen in kleine Teile zersägt? Oder ist das eine ganz vertrauensvolle Schuldirektorin vielleicht? Man weiß es nicht. Ich würde sagen, die sieht verdächtig aus. Verdächtig? Hm. Verdächtig schuldig oder verdächtig unschuldig? Schuldig. Sie ist ganz schuldig. Ganz klar. Also die Tatortkommissarin. Die hat was geklaut. Lösen wir auf. Völlig unschuldig, ein unbelecktes Blatt, die Dame mit der Stricke. So. Den kenne ich, der ist sehr stark schuldig. Der ist sehr stark schuldig, das heißt, du bist jemand, der Nachrichten guckt und verfolgt. Der wohnt ja jetzt in das weiß man eben nicht. Russland. Doch, der wurde in Moskau gesehen. Ja, meinst du, da ist der noch? Ich schätze ja. Ja, könnte sein. Hast du zufällig Finanzen... Dort hast du investiert in Wirecard? Nein, ich bin da gar kein, also da kenne ich mich gar nicht aus. Deshalb nö. Nö. Aber ich kenne Leute. Was machst du denn mit deinen ganzen Gagen? Dann zur Bremer Sparkasse bringen oder? Genau, zur Bremer Sparkasse bringen. Ja, da habe ich ein großes Konto. Bist du nicht... Doch, ich bin bist du risikofreudig mit Geld oder muss man eher vorsichtig sein, wenn man... Ich sag mal, was heißt risikofreudig? Naja, wenn du Jan fragst. Ich habe kein Geld angelegt, wenn das so ist. Ich habe angelegt, aber nicht in... Geschlossene Schiffsfonds oder... Nee, keine Fonds. Fonds. Okay. Verfolgst du so den Aktienmarkt? Nee, gar nicht. Das interessiert mich wirklich null. Null. Ich verstehe das nicht. Ich werde es niemals verstehen. Ich denke immer, ich muss mal anfangen, so Hedgefonds und so.
Mhm. Vielleicht könnte da mal, weil wir kriegen ja keine Rente, ja, wie es aussieht. Vielleicht mal mit Tagesgeld anfangen. Ich glaub, meine, oder? Ja gut, aber das Problem ist, da kann man ja immer ran. Ja. Man müsste ja was auch, was ich meine, Tagesgeld, das, mhm, da wird ja jetzt nicht so viel draus, wie wenn ich jetzt eine super tolle Aktie. Ja. Ne? Er hat es gut gemacht, würde ich mal sagen. Also für ihn gut. Für ihn gut, nicht. Für alle anderen nicht, genau. Der ist, glaube ich, noch unterwegs und wird gesucht. Okay, ja. Straftäter, eindeutig, gut erkannt. Ach Mann, das ist so gemein, Leute. Von. Das ist wirklich gemein, ne? Total. Aber im Grunde Polizist wusste das ja die ganze Zeit. Wie ist die Stimmung im Publikum? Ich gebe dir ein bisschen Zeit. Ja. Schuldig? Sieht aus wie so ein Trainer für Jugendmannschaften. Ja, ich würde auch sagen, er sieht ganz harmlos aus. Aber oder? Nee, ich glaube, er ist schuldig. Er ist schuldig? Ja, er sieht zu harmlos aus. Der ist schuldig. Ach so, der lässt sich so die Haare über die Ohren wachsen. Ist eigentlich ja, ganz fieser Typ. Ja, irgendwie hat er was komisch aus. Okay. Mal gucken. Auflösen. Ha! Oh, Mord! Gut. Mörder. Ich dachte jetzt so für die Tatortrolle musstest du genau solche Sachen wissen. Haben die dich nicht so getestet? Nee, die haben anscheinend gar nichts getestet. Ja, das werden wir hier heute aufdecken. Ja, toll, und dann werde ich gekündigt. Nein. Ich hoffe, keiner von denen guckt zu. Nein, 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 nein. Meinst du, die sagen das vorher, wenn die einen kündigen? Oh, gut, die sieht aus, wenn die gerade was Schreckliches sieht, die reißt die Augen so auf. Auch eine, schuldig oder nicht? Ganz schlimm schuldig. Ganz schlimm schuldig. Nicht unschuldig, würde ich sagen. Ja, ich, oder hast du irgendwas? Nein, also soweit ich weiß, nein, nein. Sehr nicht gut. Auf dich mit Mord, kein Finanzbetrug, Drogenhandel. Doktortitel? Oder? Nein, auch kein Doktortitel. Meine Bücher habe ich selbst geschrieben. Ich bin unschuldig. Sehr gut bestanden. Kannst dich entspannen. Siehst du, guck mal. Sehr gut. Komm einfach an. Das ist Bremen. Total, total entspannte Stadt eigentlich. Super entspannt. Findest du auch, ne? Ja, finde ich auch. Was wir haben uns ja tatsächlich hier auch schon mal zufällig getroffen. Ja, genau. Auf dem Freimarkt. Auf dem kleinen Freimarkt, auf dem kleinen Markt, ja genau. Da hatte ich eine riesige Tüte Schmalzkuchen in der Hand. Ja. Und ich eine Limo. Und du eine Limo, genau. Wir haben uns wirklich. Aber hast du denn schon irgendwas mitgekriegt von der Stadt oder wirst du immer so eingeflogen? Ja, nee, schon. Ich bin ja jetzt auch schon mal öfter hier gewesen. Ja. Ich werde eingeflogen, abgeschottet und fliege wieder nach Hause. Mit meinem Helikopter. Ja. Nee. So stellt man sich das natürlich vor bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass so die Tatortkommissare und Kommissarinnen behandelt werden. Nach den neuesten Ereignissen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk könnte man auch davon ausgehen. Dass Hast du auch so Massagesessel mit dem? Alles. Ich habe ganz viel, alles, was alle haben, habe ich auch. Nee, ehrlich gesagt habe ich gar nichts. Ich bin ja viel schon hier gewesen. Ich habe ja dann auch nochmal mich freiwillig hierher begeben und habe hier eine Ausstellung gemacht. Und deshalb habe ich schon sehr viel Zeit in Bremen verbracht, weil ich wirklich gerne hier bin. Also genau, über die Ausstellung müssen wir nachher nochmal reden. Aber wenn der Tatort anruft, dann geht man doch sofort ran, oder? Wenn die sagen, wir wollen dich dafür casten oder musstest du gar nicht in einen Wettbewerb? Doch, ich musste in Wettbewerb, aber ich habe erstmal mich ein bisschen kaputt gelacht, weil ich dachte, naja, also ich war da 29 zu der Zeit. Mhm. Dachte so, genau, ich als Tatortkommissarin, wer kommt denn auf so eine Idee? Und dann habe ich aber gedacht, ja, why not? Aber warum hast du gezweifelt? Ob des Alters oder warum? Ob des Alters und des Aussehens, weil niemand mich so besetzt, ne? Ich wurde ja bis dato nur für so eher jugendliche oder jugendhafte Rollen besetzt und war dann schon erstmal so ein bisschen, habe ich auch an mir selbst gezweifelt, ehrlich gesagt. Und da haben die einfach gemerkt, dass auch du, selbst du, auch älter wirst. Ja. Kann das ein Zeichen dafür sein, oder? Ja, Mist. Jetzt ist es so. Ja, jetzt, wahrscheinlich ist es so. Ja, nee, ich bin dann tatsächlich zum Casting, also das ist ich und diese Mikrofone, ne? Es ist wirklich keine gute Paarung. Ich fummel jetzt nicht mehr in meinem Gesicht rum. Ich bin dann tatsächlich zum Casting gegangen, aber mit einer anderen Kollegin, die jetzt offensichtlich nicht bei Tatort mitspielt.
Und dann wieder. Die haben euch beide gleichzeitig eingeladen und du wusstest, Team. Wer noch deine Konkurrentin ist. Das ist aber auch hart. Nee, die haben uns als Team eingeladen sozusagen. Es war aber klar, dass es irgendwie auch noch ein anderes Team gibt. Aha. Und da wird man doch schon ein bisschen wollte dann aber nicht und dann wurden die Teams gemischt, zu meinem Glück. Und wir wurden dann aber gar nicht zusammen gecastet. Also meine Kollegin Frau Wolfram und Herr Salim. Yeah. Und dann haben wir uns einfach getroffen und dann... Und ist es wie so ein Sechser im Lotto, wenn man dann so ein Angebot bekommt? Weil du hast ja so viel auf der Bühne gemacht, du hast viele andere Dinge auch gedreht. Also irgendwie, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich das wirklich machen will oder soll. Weil natürlich, Tatort kann auch bedeuten, was passiert dann? Ist man nur noch für den Tatort da? Wird man jetzt 30 Jahre lang nur noch die Tatortkommissarin sein? Was inzwischen zum Glück ein bisschen anders ist. Ich glaube, das ist so eine Meinung, nicht mehr so fest früher behaftet ist. So. Also wenn man sich so jemanden anguckt. Ja, auch vor allem Bremer Tatort ist so einmal im Jahr. Du musst ja noch andere Sachen drehen. Du musst auch deine Miete bezahlen und deinen Hedgefonds füttern. Ja, aber auch bei so jemandem wie Anna Schutt zum Beispiel, der Kollegin aus Dortmund, die jetzt leider ja nicht mehr in Dortmund, die ist leider erschossen worden, glaube ich. Ja, harter Job. Sehr schade, weil die habe ich gerne gesehen. Die hatte dadurch eine ganz, ganz viele neue Angebote bekommen, weil sie wieder gesehen wurde. Ne? Also über sowas macht man sich dann schon auch Gedanken, aber eigentlich dachte ich mir, ey, das gibt es seit 50 Jahren, das ist ein TV-Format, was seit 50 Jahren im deutschen Fernsehen besteht, was wirklich halb Deutschland guckt. Also jeder, ich weiß nicht, wenn wir irgendwie 8 Millionen Zuschauer haben am Abend, es bedeutet, dass meiner mathematischen Rechnung nach, dass jeder Zehnte in Deutschland den Film gesehen hat. Sehr gut gerechnet. Warte mal kurz. Dann steht die, und bei 10 Millionen steht die 1 wo, links oder rechts? Keine Ahnung. Und das ist ja schon einfach wirklich fantastisch. Also, und wenn man dazu dann noch schöne Filme machen kann und dann vielleicht ein bisschen mitreden kann, ist das... Ja, aber da Salim ist jetzt weg, Luise Wolfram bleibt noch, der ist nicht erschossen worden, aber der steigt mal kurz aus. Du hast jetzt neun Kollegen, also du musst dich ja auch immer auf was Neues einstellen. Was bleibt, ist die Zeit, Sonntagabend, 7:45, und da baust du und Bremen einmal im Jahr und dann baust du deinen Beamer auf und rufst Benjamin von Stuttgart-Barre an und sagst, komm mal vorbei. Ja, der hat tatsächlich auch beim letzten Mal, da haben wir nämlich das nicht gemacht. Also eigentlich gucken wir mal zusammen den Tatort bei mir zu Hause. Wer? Nur Benjamin und du? Nur Benjamin und ich. Nein. Nee, auch noch andere Freunde. Und beim letzten Mal habe ich das nicht gemacht. Da hat er mich ganz traurig, hat er mir mittags geschrieben, hat gemeint, gleicher Ort, gleicher Zeitpunkt, heute mich geschrieben, nee, ich mache heute nicht. Er war ganz traurig. Aber warum brichst du ein Ritual? Als Bremer Junge ist er natürlich ein treuer Zuschauer. Ja. Aber nur bei mir zu Hause. Genau, aber das heißt, du lässt andere mit dir gucken, wenn du es dann auch fertig geschnitten das erste Mal siehst. Nee, in der Fernsehausstrahlung. In der Fernsehausstrahlung. Ja, ja. Also fertig geschnitten, ich gucke mir den Film einmal an, bevor ich den Pressetag, also die Pressearbeit mache. Alleine, ja. Besser ist. Ja. Aber dann kannst du auch nichts mehr korrigieren. Dann kannst du ja nicht sagen, also verbotenerweise guckt da auch manchmal jemand mit. Manchmal lasse ich auch Freunde mitgucken. Weil manchmal, wenn man sich nicht so sicher war beim Drehen, ist das ganz gut, wenn man noch so eine, weil sich selber anschauen ist wirklich nichts, was man gerne macht, oder was heißt gerne macht, ist es nicht so, ist komisch irgendwie komisch. Ja. Es wird mit den Jahren nicht mehr so komisch, aber es ist trotzdem, man sieht halt so und denkt so, oh Mann, ey, was ist das denn? Aber es wäre ja eigentlich so, als würden deine Freunde, die andere Jobs haben, die vielleicht Grundschullehrer sind oder Zahnärztin, auch alle sagen, so, heute lade ich euch mal ein, kommt mal an meinen Arbeitsplatz, guck mal zu. Ja, es ist ja eigentlich... Aber vielleicht würde ich mich freuen, wenn die das mal machen würden. Ja, ja, genau. Ja, es ist schon was anderes, aber es bietet sich natürlich an. Ja. Bist du einfach sauer, dass ich dich nie eingeladen habe? Nein, ich gehöre ja jetzt nicht zu deinem engen Freundeskreis. Wir könnten das ändern. Wir könnten das natürlich ändern. Das wäre dann der erste Tatort, den ich dann ganz durchsehen würde. Danke, Bärbel. Und jetzt hat sich das erledigt mit dem Ändern. Nein, deine gucke ich natürlich. Das ist doch klar. Also Bremer Tatort. Wir sind aber befreundet. Ja, wir haben uns ja einmal jetzt, ja gut, also wenn man so schnell eingeladen wird. Wir haben uns einmal getroffen und deshalb. Das war jetzt das Wichtigste, was ich heute Abend klären wollte. Deshalb auf Wiedersehen. Aber du hast einen sehr großen Freundeskreis und zu dem zählen auch viele Prominente. Ja.
Wie fängst du dir denn ein? Hast du so einen Promi-Cacher, den du hinter dir her schleppst? Ja, oder? Ich gehe immer rum in allen Städten und gucke, wo die wohnen und klingel so lange, bis die aufmachen. Bis die aufmachen. Willst du mein Freund sein? Ja, du bindest dir ein im Projekt. Nee, du machst es schon. Du machst das schon. Von dir kann man eben lernen. Chillen. Ich sag's mal so, ich glaube, der Beruf bringt mit sich, dass man ja viele prominente Menschen trifft. In verschiedene Richtungen. Also erst mal natürlich SchauspielerInnen und solche Leute. Dann ModeratorInnen. Und wonach entscheidest du dann, ob du dem nachgehst? Man hat ja irgendwann auch so ein Kontingent von Freunden, was einfach ganz, ganz voll ist, wo man denkt, ich würde die gerne noch mit reinnehmen, aber eigentlich habe ich keine Zeit. Ja, ich sag mal so, mein enger Freundeskreis ist nicht so groß. Mhm. Aber ich habe viele Freunde und Bekannte, würde ich sagen, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Oder dann mal zu verschiedenen Anlässen. Also das. Okay, also ich wäre jetzt noch nicht im Inner Circle, sondern erstmal in so einer Umlaufbahn. Ja, ja, mal ehrlich sein. Naja, ja. Naja, der Inner Circle besteht irgendwie aus 5 Leuten oder so. Ja, klar, mehr kannst du ja auch. Und davon sind nur, ich glaube, 2 Schauspieler. Also gut. Die anderen machen normale, echte Sachen, echte Berufe, wo man. Richtige Berufe. Ja, richtige Sachen, wo man wirklich was arbeitet. Ja. Ist es Arbeit? Ja, merke ich auch gerade hier. Ich habe das Gefühl, die nehmen deine Tätigkeit nicht so ganz ernst. Ja, also Entschuldigung. Es ist ein mir fehlt das Wort. Ja, aber du kannst ja jeden Moment auch nutzen und sagst, ich arbeite gerade, ich mache hier Studien, ich gucke mir an, wie sitzt man, wenn man sich einen Abend anschaut vom Weserstrand-Talk. Du kannst ja immer sagen, dass du im Einsatz bist. Ist man auch meistens. Ich glaube, als Schauspieler nimmt man den ganzen Tag wahr sozusagen. Aha. Ich glaube, man beobachtet auch seine Umgebung anders, was natürlich manchmal auch echt anstrengend ist für alle. Das heißt, du entspannst dich nie? Ich glaube, es ist ein Automatismus, der einfach passiert. Ja. Hast du heute hier schon irgendwas beobachtet, was wir vielleicht im Tatort dann wiedererkennen? Irgendwas von uns? In welchem Tatort? Ich bin total verwirrt, es macht mich wirklich... Was willst du von mir? Gar nichts, ich will einfach nur, dass du dich entspannst. Ich bin super entspannt. Möchtest du noch ein Spiel spielen? Na klar. Ja gut, Führerschein hast du jetzt bestanden? Mhm. Kurz nochmal ein kleiner Check, ob wir dich wirklich durch Horn, Lehe, Hemeling, Huchting und Steintor fahren lassen können, liebe Jasna. Hattest du diese App zum Lernen? Ja. Und ich sag mal so, ne, ich bin, einen Tag vorher war ich in Hamburg auf dem Millantor Gallery Festival, weil wir da was ausgestellt haben. Und habe ich noch schön hier App gelernt und ich musste am Donnerstag zur Theorieprüfung, weil ich am Dienstag die Woche drauf meine praktische Prüfungstermin hatte. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein, bin ich dahin gefahren. Oh mein Gott. Und dann war ich in diesem Raum und da sind irgendwie 5 Leute gleichzeitig. Es war saulaut. Alle sind durchgefallen. Alle. Man kriegt es so alle? Weil man steht. Jasna, hast du nicht gerade gesagt? Alle, die vor mir aufgestanden sind, die beredeten das dann immer, meinten sie, die Frau so, ja nee, das haben sie jetzt nicht geschafft und so. Hier, nö, 18 Fehlerpunkte. Und ich dachte, oh Gott, ey, scheiße. Dann bin ich irgendwie aufgestanden und war so, oh Gott, habe alles noch 3-mal angeguckt. Niemals, einfach nicht. Und dann bin ich aufgestanden, bin hin und meinte, ja, ich glaube, ich bin durchgefallen. Dann meinte sie, also ich muss jetzt hier mal noch mal ganz kurz was kicken, es ist jetzt gerade ein Moment, ja. Und dann ging sie raus und ich stand dann und war so, ja geil, ey. Und dann kam sie wieder und meinte, na dann gucke ich mal und tippte dann ihrem Computer und meinte, nee, also haben bestanden, ne, mit 7 Fehlerpunkten. Naja. Eine Frage mehr falsch und ich hätte sowas von verloren. Es war aber eine technische und eine Fahrsicherheit, eine technische und. Ja, aber warum hast du den Führerschein erst jetzt gemacht? Gab es einen Grund dafür oder bist du einfach, hast du, weil du vorher so viel gearbeitet hast? Nee, ich hab jetzt 2-mal schon angefangen. Wie oft darf man eigentlich durchfallen? Ich glaube, man darf 1000-mal durchfallen. Man kann es immer wieder versuchen, ne? Ja, man muss halt nur immer warten und ich glaube, irgendwann muss man, bevor man überhaupt den Führerschein macht, zur MPU, ehrlich gesagt. Das ist der Idiotentest, da warst du ja nicht. Nee. Nein. Also, ja. 3-4 Testfragen, nur noch mal, um das aufzuwärmen, gerne. Bevor es dann versickert. Schauen wir, wie fit Jasna ist bei ihrer Führerscheinprüfung. Bist du bereit für den Bremer Straßenverkehr? Erste Frage, ganz easy.
Ein Polizeibeamter regelt auf einer Kreuzung den Verkehr, obwohl die Ampeln im Betrieb sind. Was gilt? Nicht vorsagen, das gilt nicht. A, die Zeichen des Polizeibeamten oder der Beamtin, die Lichtzeichen der Ampel oder die vorfahrtregelnden Verkehrszeichen. Ist das A, die Zeichen der Polizeibeamten? Ich würde es auch sagen. Also wenn wir beide durchfallen, dann nur gemeinsam. Wir sagen beide A. Lösung? Yes. Ah, du hast doch alles noch drauf. Okay. Alles noch drauf. Und das ist einfach noch ganz frisch. Oh. Aber fühlt sich doch gut an. Jetzt musst du aber auch fahren. Toll. Ich fahre jeden Tag. Hast du dieses begleitete Fahren? Ich habe meinen Führerschein, ich kann dir den nachher zeigen. Schon für die Großen hast du den, ne? Ich habe aber einen speziellen Führerschein gemacht. Wieso speziell? B197 heißt der, glaube ich, oder B196. Ist doch die A1, die du fahren musst, nicht die B100. Ja, das bedeutet einfach, dass man 10 Stunden macht, wo man Schaltwagen fährt und danach macht man alles auf Automatik. Ah, okay. Und kriegt aber trotzdem normalen Führerschein. Mit dem Vermerk B106 oder 97. Okay, also das heißt, du darfst beide fahren, aber wenn du jetzt hier im Einsatz bist bei Dreharbeiten und jemand, du musst für eine Szene fahren, dann kannst du auch schalten. Ja, ich krieg aber Automatikwagen. Das ist so abgesprochen mit der Produktion. Ach, das ist so abgesprochen, okay. Okay, welches Verhalten ist richtig, ist die Frage im Straßenverkehr. Mit Bildern. Das ist doch schon wieder ein Polizist. Da ist schon wieder ein Polizist, der sagt Stopp und du willst nach rechts abbiegen. Wir sind doch hier im Driver's Seat, oder? Er sagt Stopp? Ja, der macht ja so. Hallo, halt. Okay. Ja. Und der andere will, der gelbe PKW muss die Kreuzung räumen, ich muss mich auf die Weiterfahrt vorbereiten, ich darf schon jetzt abbiegen. Nochmal einen Moment das Bild. Wir kommen doch von rechts, oder? Der gelbe... Dankeschön. Also, oh mein Gott. Ich würde sagen, der Gelbe muss abbiegen. Und wir dürfen aber auch. Ich muss mich auch auf die Weiterfahrt vorbereiten, ja, weil es könnte bald passieren. Dass er sich zur Seite dreht. Das ist ja auch das gemeine, okay, Führerscheintest. Es gibt Multiple Choice, man kann mehrere Antworten geben. Dann sagen wir A und B. Verarschung vor dem Herrn. Wir sagen A, B. Ja. Ja. Yes. Ein Glück. Einen machen wir noch. Heute zu. Welches Verhalten ist richtig? Komm, den einen machen wir noch. Ein Polizeifahrzeug überholt sie und schert unmittelbar vor ihnen ein. Auf dem Dach erscheint in roter Leuchtschrift, bitte folgen. Wie müssen sie sich verhalten? Dem Polizeifahrzeug natürlich folgen. Anhalten, wenn das Polizeifahrzeug auch anhält. Gut, das könnte wieder A und B sein, oder? Das könnte wieder eine Verarschungs-, ja, AB, sage ich ja. AB. Bist du dann unsicher bei solchen Tests, ja, oder machst du das den ersten Impuls? Ich bin super unsicher, weil man mehrere Sachen ankreuzen kann. Was soll das? Also wirklich, was soll das? Warum kann ich mehrere Sachen ankreuzen? Das ist voll die Verarschung. Nach dem Anhalten. Weil dann sitzt du die ganze Zeit da und denkst, ah, kann es nicht doch sein, dass das nicht stimmt? Ja. Also was nimmst du? AB. AB. Nach dem Anhalten obwohl, den Motor laufen lassen? Ich glaube mal, wenn das anhält, kann auch sein, dass es einfach nur an der Ampel anhält. Solche Gedanken macht man sich nämlich dann. Nein, ich würde A und B sagen. Ja gut, wir sagen A. Hattest du doch als erstes. Ja, AB. Bleib dabei. Ja. Vielleicht ist es aber... Sie hat gesagt, es ist richtig. Ja. Sind Sie Fahrlehrerin? Ach, du hast... Du hast Unterstützung. Geschummelt. Ich hab geschummelt. Du hast Unterstützung. So. Kannst du aber nicht machen beim Dreh, dass dann jemand dir den Text vorsagt. Naja, kann man auch machen. Ich bin wirklich ein sehr selten schlechter Textlerner. Jasna, das gibt's doch alles gar nicht. Ich meine, wie soll das denn weitergehen? Du bist noch so jung, du lernst keinen Text, du machst den Führerschein mit 33. Ja, das sind doch tolle Erfolge, die ich jetzt in meinem... Wann kriegst du denn dein Drehbuch und wann musst du den Text können? Ist das Stress da? Naja, man hätte eigentlich genug Zeit, den Text zu lernen. Ich sag's, wie es ist. Die Sache ist, dass man oft noch morgens, also wie kann ich mich da jetzt rausreden, oft arbeiten wir morgens noch am Text. Mhm. Also oder wenn wir die Szenen machen, weil manchmal funktionieren die nicht oder man hat Strichwünsche, Strichvorschläge, nennt man es, wie man es will. Oder auch die Was hat man dann? Strichvorschläge. Ach, Strichvorschläge. Also, dass man Texte streicht, weil es gibt manchmal zum Beispiel sind Sätze da, die was bebildern, also die man nicht sagen muss. Mhm. Also,
Aber das ist oft im Tatort, dass sie dann sagen, so, ich stehe jetzt mal auf. Genau. Und dann stehen sie auf und gehen. Da wird es einem immer noch mal so erklärt, als wäre man ein bisschen lärmbehindert. Genau. Ja, das ist in schwedischen Krimis und so ist es immer ein bisschen cooler. Und deshalb sitze ich morgens da und streiche erstmal alles durch. Ja. Also mache ich eigentlich schon, wenn ich das Drehbuch bekomme. Von Luise streichst du alles durch, ne? Genau, ich streiche Luises Text und schreibe meine Texte noch größer, damit sie weniger vorkommt. Weil eigentlich bin ich die Hauptkommissarin. Richtig. Wie wir alle wissen. Ich freue mich. Das Witzige ist ja, ich habe ja mit Luise zusammen studiert. Sie war allerdings ein oder zwei Jahrgänge über mir. Das weiß ich nicht mehr. Und wärst du da mal nett zu ihr gewesen, dann wärt ihr jetzt ein richtig gutes Team. Ja, dann wären wir ein gutes Team geworden. Wie geht das eigentlich, wenn man sich nicht mag? Das stelle ich mir immer schwierig vor. Ich glaube, dann kann man das nicht machen. Aber dann brauchst du den Job. Obwohl ich, dann willst du das machen. Ich glaube auch zu wissen, dass es Kollegen gibt, es ein Team, mindestens ein Team gibt, wo die Kollegen sich nicht so gut verstehen. Ja. Ich werde nicht sagen, wer es ist, aber ich glaube... In welchem Bundesland ist das denn? Sag ich nicht. Ich glaube, Richtung Stuttgart? Sag ich nicht. Nein, also Stuttgart. Wer ist denn da? Saarland. Kenne ich. Saarland. Die hassen sich auf jeden Fall. Nein, Gott. Habt ihr denn einmal so im Jahr, treffen sich alle Tatort? Ja, wir haben eine große Tatort-Konferenz, wo wir mal ein bisschen über Polizeiarbeit sprechen. Nee, ehrlich gesagt kennen wir uns alle gar nicht. Oder die meisten kennen sich nicht. Oder manche kennen sich, weil wir vorher mal miteinander gearbeitet haben. Aber... wir haben jetzt keine Tatort-Treffen. Angeblich gibt es eine ARD-Weihnachtsfeier, zu der war ich aber noch nie eingeladen. Also, I don't know. Von der wurde mir schon öfter mal erzählt. Da treffen sich angeblich auch alle Kommissare mal. Ja. War schön mit dir, Jasna, wenn man nicht eingeladen ist. Naja, das hat, glaube ich, überhaupt nichts zu sagen. Nee. Ich glaube, die gucken einfach immer nur auf die Quoten, ja, und dann brauchst du nicht zur Weihnachtsfeier, ja, kommen. Genau. Aber Text lernen musst du im Theater auch. Du musstest ja auch für andere Serien, die du drehst. Ja, im Theater ist es ein bisschen anders, weil man ja kontinuierlich, also erstens mal chronologisch spielt jeden, ja, Abend. Stimmt. Und weil wir so lange proben. Wenn du über 8 Wochen probst, dann manifestiert sich der Text irgendwie, mhm, auch in meinem Gehirn. Beim Drehen ist ja alles... Also tatsächlich lerne ich lerne tatsächlich auf den Tag. Also ich mache mir ein Drehbuch in der Reihenfolge der Tage. Also wir drehen, mhm, ja achronologisch und jeden Tag irgendwelche Szenen aus irgendwas. Das ist aber auch furchtbar. Anstrengend vor dem Herrn. Und da mache ich mir immer so. Aber dann kommst du ja gar nicht in die Stimmung rein. Da bist du in der einen Stimmung, in deinem einen Tag bist du aggressiv, am nächsten gechillt und entspannt, dann wieder fragend. Ja, oder am selben. Hm? Oder am selben Tag. Also ja, genau. Ach so, das kann ja natürlich auch, ja, sein. Ja. Ja, so ist es halt leider. Und wir, mhm, haben auch sehr wenig Zeit. Es wird ja immer weniger, ja, Drehtage. Aber deshalb mache ich mir so, habe ich ein normales Buch in der chronologischen Reihenfolge und eins nach dem Drehplan, damit ich abends sehen kann, was ich am nächsten Tag drehe und ach dann so, gucken, okay, kann, wie viel ich abends noch lernen muss. Wenn ich so lange Texte habe, dann lerne ich die abends mal nur an. Wenn ich aber nur so Clip-Clap-Dialoge habe, dann lerne ich meistens, also lese ich mir die einmal durch und, aha, lerne die morgen. Man und hat es jetzt früher auch ein paar Mal gelesen. Das ist ja jetzt nicht so, dass man das eine völlig neue Sache ist, die man da aufschlägt. Ach Mensch, was mache ich denn da heute? Ja, gut, die meisten hier kennen das so von ihrem Arbeitsplatz. Du kommst da morgen hin und sagst, ja, was mache ich hier eigentlich? Ja, das frage ich mich auch oft, wenn ich auf die Arbeit gehe. Ja, ja. Gut, aber ich kann halt überhaupt gar keinen Text lernen. Aber was heißt das? Das ist doch für deinen Beruf existenziell. Du, ja, hast dann ist Licht bereit, Ton ist bereit, die sagen Aufnahme. Ich schaff das schon. Go. Ich kann mich da durchmogeln, sagen wir, wie es ist. Ich weiß immer, um was es geht. Ungefähr. Ungefähr. Und braucht das Gegenüber dann genau das Stichwort oder dann improvisierst du einfach? Naja, man weiß einfach, ja, wenn man mit dir... Manche ja, dann ist es problematisch, manche, yeah, nicht, dann ist es nicht problematisch. Ich hatte mal einen guten Dreh in Frankreich, es war eine französisch-deutsche Produktion, also eine deutsche Produktion, aber auch mit französischen Schauspielern. Die Franzosen sprachen natürlich Französisch und die Deutschen Deutsch. Und es war immer so, es waren auch sehr viele Schauspieler aus Berlin, aus Ostberlin, die auch gar überhaupt noch nie Französisch gehört hatten. Und man saß immer so da und die französischen Kollegen redeten und dann war man so... Gab es mal dieses? Das war das so ein sperrigen Moment. Und dann Momente. Redete man irgendwas und die französischen Kollegen saßen da und waren so.
Das war das Stichwort. Also es gab immer sehr lange Pausen und keiner wusste so genau, was wir überhaupt reden. Und es war sehr merkwürdig. Aber so ein bisschen wie bei uns gerade. Genau. Ja, eigentlich schon. Aber mir gefällt dein Akzent. Dein französischer Akzent. So, wir wollen wissen, ob du eigentlich richtig stressresistent bist. Ich habe den Eindruck, ja. Du lernst keinen Text, du gehst am nächsten Morgen zum Dreh. Es sind Gelder, der öffentlich-rechtliche Gelder. Ja, es sind ja auch Gebührengelder. Da kann man ja eigentlich erwarten, dass man top vorbereitet ist. Naja, aber da ich zahle mich ja selber, ich zahle ja auch GEZ, ja? Ja, genau, du bezahlst. Ungefähr so viel Geld, wie wir GEZ bezahlen, kriege ich. Ist ja dein Honorar. Also von daher kannst du entspannt hingehen. Aber wir haben uns natürlich meine auch... Meine Zwangsgebühren nehme ich mir wieder zurück. Ah ja, genau. Oh Mann. Darf diese Diskussion, regt die dich eigentlich auf? Über die Gebühren? Und über das, was momentan auch diskutiert wird, über Öffentlich-Rechtliche? Ja, ach, irgendwie, ich meine, ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist halt eine Arbeit... Oh Mann, ey, ich muss wirklich... Einfach Hände runter. Das ist halt mein Arbeitgeber, aber ich habe halt mehrere Arbeitgeber. Ich arbeite ja auch im Privatfernsehen. Also ich finde es absurd, dass Leute das tun mit dem Geld. Also, aber überall, ich war in Österreich 3 Jahre. Also was muss man erzählen, was da passiert mit dem Geld? Da wollen wir gar nicht wissen. Aber das ist gut, in Bremen haben wir einfach gar kein Geld. Dann ja, kann man eben, auch da kann gar nichts passieren. Nee, das ist natürlich absolut unmöglich, was die Leute mit diesen Geldern anstellen, wenn sie zu Privatvergnügungen führen. Mhm. Aber das machen ja jetzt auch nicht alle und ich finde das dann immer so blöd, wenn sich daran vor allem die Zeitung mit den 4 Buchstaben so aufheizt und da... Wenn man es dann so groß macht und alles über einen Kamm schert, ja, genau. das finde ich blöd. Aber trotzdem sollte das geahndet werden und ich finde nicht gut, wenn da Vetternwirtschaft betrieben wird. Und wenn du... Außer wenn es mich betrifft, dann natürlich gerne. Jetzt habe ich auch den Helikopter. Ja. Bezahlt Radio Bremen. Deshalb hat Radio Bremen kein Geld. Du wolltest eigentlich nicht drüber reden, aber hups, schon hast du dich verplappert. Bitte nicht weiter sagen, ich kriege ganz viel Ärger, wenn das rauskommt. Wir haben uns gedacht, man liest immer wieder, du bist immer jemand, der gut Fragen stellen kann, der super auf den Punkt ist, der Verhöre top führt, wenn wir dich sehen in unterschiedlich. Ja, wir reden von dir, Jasna. Du hast vielleicht das Gefühl, das geht ein bisschen gerade an dir vorbei, aber wir haben uns gedacht, eine Verhörsituation ist etwas, was du magst. Total gerne. Total gerne, ne? Und du hast ja auch manchmal so eine leicht gereizte Grundhaltung. Und vielleicht kannst du deine Wutlunte einfach jetzt im nächsten Verhör rauslassen, wenn du einen sperrigen Interviewpartner hast. Oder wie nennt man das? Täter gegenüber. Mhm. Wie heißt der Fachbegriff? Tatverdächtiger. Also, dein Tatverdächtiger sitzt dort unten rechts in der Ecke. Ich würde dich jetzt bitten, hinunterzugehen zu Ben. Und wir würden mal, der ist ganz ungefährlich. Er beißt eigentlich nicht. Du kannst dir auch Notizen machen. Du kannst dir auch Notizen machen. So. Ich kann mir Notizen machen. Die kleine Ausgangssituation, die darf ich dir so ein bisschen verraten, ja? Ja. Also Ben hat jetzt lange keine Gesichtscreme für die Nacht benutzt. Eigentlich ist er gerade aus den Teenagerjahren raus, ein junger Mann. Und der hatte eine Auseinandersetzung an der Silvalkreuzung. Mhm. 22.47 Uhr. Und da kommt die Polizei hin. 22.47 Uhr. Eine, darf ich das alles schon erzählen? Ja, ne, eine junge Frau ist tot und, ach, das steht da auch, deswegen kann ich es auch erzählen. Eine junge Frau ist tot und ein junger Mann schwer verwundet und der Verdächtige, der dir gegenüber sitzt, 2 sind tot. Okay. 2. Ja. Mann und Frau. 2 sind tot. Und der Verdächtige, der dir gegenüber sitzt, den hast du noch erwischt mit blutigen Händen, einer kaputten Glasflasche und der ist an einem bestimmten Ort festgenommen worden. An der Silvalkreuzung, glaube ich. So, mehr weiß ich auch nicht. Er hatte eine Glasflasche in der Hand, eine blutige. Genau. Und die sind die toten Leute sind mit einer Glasflasche. Genau, und was hat er damit eigentlich zu tun? Moment mal, jetzt muss ich erstmal nachdenken. Also es sind 2 Tote, ja? Einer ist tot. Du darfst, glaube ich, ja und nein Fragen stellen. So, okay.
Also, du warst ja 3 Tage bei der Bremer Polizei am Wall. Die haben dich ja gut geschult. Ich bin in der Mordkommission, ich weiß nicht, was ich immer. So, wie ist denn Ihr Name? Darf ich den mal wissen? Ben. Ben, weiter wie? Einfach Ben. Einfach Ben gibt's nicht. Nachname hätte ich gerne. Schmidt. Ben Schmidt, alles klar. So, Ben Schmidt, es sieht so aus. Ich habe sie aufgegriffen mit einer blutigen Glasflasche in der Hand, die abgeschlagen war. Woher hatten Sie denn diese Glasflasche, wenn ich das mal wissen darf? Weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht, natürlich. Ich habe mir schon gedacht. Sehr gesprächig, der Ben. Am Silwall, da um 22.47 Uhr am Silwall, da wurde eine Frau erschlagen. Und zwar mit dieser Glasflasche oder mit einer Glasflasche. Ich will Ihnen nicht unterstellen, dass diese Glasflasche war. Was haben Sie denn dazu zu sagen, Herr Schmidt? Haben Sie dazu was zu sagen? Nein. geht das aber nicht. Das möchte ich nicht. Also, Sie waren heute Abend aber am Silwall. Ja. Mann, ey. Gut. Ja, gut. Also, Sie waren heute Abend am Silwall. Was haben Sie da gemacht? Gefeiert. Und mit wem haben Sie da gefeiert? Mit Freunden. Was für Freunde? Mit meinen Jungs halt. Und Ihnen ist nicht zufällig eine junge Frau begegnet? Beim Feiern? Am Silwall, wo feiert man denn da überhaupt? Was soll man denn da feiern? Naja, ich habe halt meine Freundin gesehen. Ihre Freundin. Und Ihre Freundin ist jetzt tot? Sind Sie da vielleicht ein bisschen ausgerastet? Haben die Glasflasche auf den Tisch geschlagen oder auf den Pfosten? Glasflasche hat damit nichts zu tun. Die Glasflasche hat damit nichts zu tun. Aha, verstehe. Nein. Also gut, Sie haben einfach Ihre Freundin geschlagen. Haben Sie Ihre Freundin geschlagen heute? Natürlich nicht. Was denken Sie denn, wer ich bin? Naja, Ben Schmidt sind Sie. ich verstehe das alles nicht. Also, Sie waren heute Abend am Silwall. Es gibt eine junge tote Frau und einen Mann mit Schnittwunden. Ich greife Sie auf mit einer Glasflasche, einer blutigen Glasflasche. Und Sie wollen mir erzählen, dass diese Glasflasche nichts mit dem Mord an der jungen Frau und der Verletzung des jungen Mannes zu tun hat, ja? Die ist runtergefallen, die Glasflasche. Ja. Das war da nicht. Arschen kann ich mir auch selber. Und das Blut, was von wem ist das? Von einem Kumpel, ne? Das wurde von einem Kumpel da drauf gewischt, als er die Glasflasche wieder aufgehoben hat. So, wenn ich jetzt gleich den Bericht aus der aus dem Labor kriege, ja, von der KTU, ja, und die DNA-Analyse bekomme, wird das Blut nicht zu der jungen Frau gehören, die heute Abend zu Tode gekommen ist, ja? Ja, aber das war nicht die Waffe. Haben Sie mit der Faust totgeschlagen oder was? Nein, ich habe sie nicht geschlagen. Ich wollte sie nicht schlagen. Haben Sie die Frau mit dem Mann erschlagen? Ich erlöse dich, liebe Jasna. Ich erlöse so dich. So schlecht ist es. Komm. Was ist passiert? Was ist denn passiert? Was ist passiert? Sag mir, was passiert ist. Was ist passiert? Ben Schmidt! Mann, ich habe meine Freundin da gesehen mit... Da war ein anderer Typ und ich bin dahin und ich habe gesehen, wie die sich geküsst haben. Und dann bin ich sauer geworden und dann bin ich dahin und... Und dann? Dann habe ich dann hab ich zugeschlagen, also den Typen natürlich nur. Und dann sind Tische umgefallen, Glasflaschen sind runtergefallen und ich bin sauer geworden, ich bin ausgerastet, ich hatte keine Kontrolle mehr und dann habe ich ein Messer gezogen und wollte den Typen ja, eins so ist das am einsetzen. Dann guckt Jasna. Dann hat meine Freundin hat sich vor ihn gestellt, warum auch immer. Ich kann es nicht verstehen, ich dachte, sie liebt nur mich. Oh Mann. Und dann habe ich Messer an meiner Freundin gelangt. Hast also aus Versehen deine Freundin getötet. Das ist total dumm, dass du das alles ohne Anwalt gestanden hast. Kommst du auf jeden Fall direkt.
schön. Tut mir leid, dass deine Freundin tot ist, ne? Gut. Jetzt hat er aus Versehen seine Freundin getötet. Das ist natürlich dumm. Ja. Dumm gelaufen. Richtig dumm. Aber es ist auch schon so ein bisschen unheimlich zu sehen, wie du schnell hochfahren kannst. Ja, natürlich. Das war noch gar nichts, oder? Nein. Wolltest du mehr? Na, also, jetzt sitze ich dir ja also gegenüber. Also. Aber ich bin wirklich schlecht in so Rätsel lösen. Also ich wäre, glaube ich, wirklich die schlechteste Polizistin der ganzen Welt. Mich hat, weiß gar nicht, vorgestern hat mich jemand gefragt, ob ich eigentlich gerne, wirklich gerne eigentlich Polizistin wäre. Und ich meine, nee, ich glaube, das ist ein ganz toller Beruf. Also ich würde nicht gerne Polizistin sein. Ich glaube, das ist ganz schrecklich. Also es gibt natürlich, wenn du die Polizeigewerkschaft fragst, du hast die Überstunden, es ist immer eine Diskussion um Lohn, es ist die Gefahr oder was meinst du? Wenn du Streifenpolizist bist, wirst du den ganzen Tag beschimpft. Alle finden dich scheiße. Es gibt natürlich mehrere Jobs bei der Polizei, ne? Mhm. Dann so, wenn du Mordkommission mit toten Leuten und dann rausfindest oder wenn du bei der Sitte bist und so. Also irgendwie. Aber das ist dann ja das Gute durch deinen Beruf. Du tauchst ein und tauchst wieder aus. Ja. Du kannst die Welten kennenlernen. Du warst ja ein paar Tage hier am Wald und hast dir das alles nochmal angeguckt, ja, ein bisschen erklären lassen und dann bist du wieder raus. Ja. Ja, aber um die Rolle zu spielen, muss man es doch dann auch fühlen, egal was du machst. Du musst dich doch einlassen auf das dann. Oder ist das ja, wie so ein geliehenes Einlassen? Ja, das ist ein geliehenes Einlassen. Ich kann ja auch nicht, wenn ich einen Mörder spiele, kann ich ja auch nicht sagen, wie so, jetzt übe ich mal. Ich jetzt mal und bringe jetzt mal jemanden um, damit ich es sehr realistisch darstellen kann. Deshalb, also das finde ich aber das Gute an dem Job. Man kann alles sein, ne? Also man muss sich halt vorstellen, wie es wäre, wenn es so ist. Mhm. Jetzt haben wir das Gute, dass in Bremen tatsächlich auch die tatsächliche Bremer Polizei immer dabei ist bei uns. Die gucken, was ihr macht oder was sie sind, aber misstrauisch. Die spielen mit. Ach, die spielen mit? Ja, ich dachte, die haben andere Dinge zu tun. Aber wenn man sich die Kriminalstatistik anschaut, glaube ich, sinkt die in Bremen. Also die ganzen Streifenpolizisten, die bei uns mitspielen und KTU und so, das sind meistens richtig echte Polizisten. Haben die dann Urlaubstag oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube mal so, interessiert mich nur so viel. Nee, das ist Dienst. Nee, die haben, glaube ich, Urlaubstage und kriegen dann so ein Komparsengehalt. Komparsen, ja. Ach so. Das ist aber ganz cool, weil die kann man dann immer fragen nach, sag mal, wie muss ich das eigentlich nochmal halten? Und die können richtig coole Tipps dann geben, ja? Gibt es einen coolen Tipp, den du aus den Dreharbeiten schon für dein Leben so... für mein Leben, für der Polizei? Nein, nicht nur, weil auch sonst. Du bist in so vielen Rollen, du machst ja so viel. Also, dass du was überträgst, wenn du von Dreharbeiten nach Hause kommst, dann kann ich mir vorstellen, dass das gleich so einfließt in den Alltag. Es steht übrigens 1-0 für Werder. Gegen Hoffenheim. Ja. Wer hat dir das gesagt? Ja, es gibt hier so kleine Fußballgeister, die mir das erzählen. Ist für dich als Dortmund-Fan nicht wichtig, aber für gar uns nicht. Ist es natürlich mit einer grün-weißen sehr Seele wichtig. Sehr, sehr wichtig. Auf geht's, Werder. Nee. Das geht doch besser. Ich war hier schon im Stadion. Echt? Wie bist du denn an Karten gekommen? Man kriegt echt schwer Karten für Bremen. Ja, beim Tatort arbeitet. Da war ich noch nicht mal mehr. Beziehung. Nee, da war Dortmund gegen Werder. Und da bin ich ganz kleinlaut, war ich nämlich in einem Ja, wie ist das nochmal ausgegangen? Da waren aber alle ganz freundlich, haben gesagt, du kannst ruhig die Jacke hier anhaben, das ist kein Problem. Das war wirklich freundlich. Und Werder hat aber auch gewonnen. Ja. Ja, war ich traurig im Heartbreak-Hotel, ein bisschen Alkohol trinken danach. Ja. Und die Jacke? Ist so eine Wendejacke die dann, ne? Nee, die hatte ich an. Ich habe dann getraut, mich die auch auszuziehen. Das ist eine tolle Jacke vom Champions League Finale. Ach, das ja. Wo ist denn unsere Jacke vom Champions League Finale? Ja, das ist, glaube ich, schon. Die kommt noch. Die kommt noch. Nächstes Jahr. Ja. Jetzt, ja. Wenn es jetzt gegen Hoffenheim. Auf geht's, Werder. Ja, richtig. So. Ja. Jetzt sind die Gegenstände weg. Erinnerst du dich noch, was lag bei der Nummer 1, was lag bei der 2 oder bei der 10? Ist jetzt die linke Seite von uns aus. Bei der 9 lag sowas wie eine Statue. Ja, diese Benin-Skulptur, die wir doch jetzt gerade zurückgegeben haben. Ja. Bei 10 lag, bei 10 weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, bei 3 lag ein Schal, der Werder-Schal. Ja, könnten wir wieder hinlegen, Leute, wenn das stimmt.
Leg mal schnell wieder hin. Gott, scheiße. Genau. Drei, was war denn bei, was war, ja, das stimmt. Ja, das war bei drei, der Werderstall ist schon mal ein Applaus wert, aber was war bei zwei? Was war bei zwei, was war bei zehn, was war bei eins, was war bei sieben? Ja, das. Habt ihr das alles weggenommen? Ja. Waren da überall Sachen? Ja. Oh Gott. Wie machst du das mit dem Textlernen? Ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen, das ist doch verrückt. Nicht. Das ist ja wie so ein Sieb, oben rein, unten raus. Ey, ist wirklich schon, ja, echt. Ich hatte ja... Und du bist noch jung. Ja. Das wird ja schlimmer im Alter. Also. Ich weiß nichts anderes. Die Tasse? Das Geld. War bei der 10. Ja. Bei der 10 war Geld. Hat dir keiner vorgesagt, ne? Nein. Ja, aber die anderen Sachen, das... Ja. Ah, doch, hier war eine Becksflasche bei der 5. Bei der 5 war eine Becksflasche. Das stimmt, da ist doch noch eine. Ja, ich habe vor allem eine umgekippte, weil ich habe mich nämlich vorhin total erschreckt und gedacht, mein Bier, das Becks-Bier ist umgefallen. Nein, dein Becks-Bier ist nicht umgefallen. Genau diese, eine Becks Gold. Alles klar, du hast alles fast erraten. Becks Super. Gold Summer Edition. Hier, das war hier. Aber bei der 1 und bei der 7, weil das weiß ich nicht mehr. Bei 1 ist, glaube ich, einfach nur die Kontur des Tatortes. Bei und bei 2 war eine Kaffeetasse. Ich glaube, war das eine Becher. Tatort-Tasse war da. Ja, so eine Tatort-Tasse. Aber also, du läufst aber ich doch sonst. Ich bin wirklich schlecht in sowas. Mach nichts, du kannst einfach heute üben und dann kommst du wieder und beim nächsten Mal kannst du das. Das Gute ist, es steht ja alles im Drehbuch. Ich muss gar nichts mir merken. Eigentlich hast du so ein bisschen, ja, daran erinnere ich mich. Der genau. Dankeschön. Danke sehr. Aber eigentlich hast du, liebe Jasma, so ein bisschen sowas wie ein betreutes Leben, ja? Dir wird gesagt, was du zu sagen hast, wo du stehen sollst. Wann ich wohin kommen soll, beziehungsweise ich werde ja abgeholt. Dann meistens. Wirst morgens abgeholt, wirst geschminkt. Schwierig, wenn man nicht mehr dreht, dann ist man auf sich selbst allein gestellt und dann läuft das nicht. Geht alles bergab. Welche sind deine Aufgaben im Haushalt? Alles. Bist du gut im Haus? Sehr gute Hausfrau. Ich wasche, ich wäsche. Ja. Mein Zuständigkeitsbereich. Kochen mache ich, Spülmaschine, putzen, alles. Bist voll dann, aber du kommst dann. Ich bin ja auch viel zu Hause. Ja. Was soll ich dann machen? Also, mir ist ja, ist ja auch langweilig zu Hause sonst. Ich mag auch manchmal Hausarbeit. Entspannt dich dann. Nun gut, wochenlang wird dir dann alles abgenommen in der Drehphase und dann kommst du wieder zurück und dann ist der Alltag vielleicht sogar ganz schön, um wieder anzukommen. Voll. Man räumt doch gern mal so eine Spülmaschine aus. Aber muss man noch mal so gucken, wenn man jetzt noch mal hört auf Andrea Sawatzki oder andere Frauen, die jetzt 10, 20 Jahre noch mal älter sind, die dann immer wieder sagen, okay, für uns gibt es ab einem bestimmten Alter dann keine Rollen mehr. Wir kommen nicht vor, wir tauchen nicht auf. Ist das etwas, womit du dich schon beschäftigst oder gibt es da eine Solidarität dann unter Schauspielerinnen? Solidarität auf jeden Fall. Was man daran ändern kann, ist die Frage. Mhm. Das ist so ein bisschen schwierig. Das liegt natürlich stark an den Rollen, an den Formaten, an den Drehbüchern. Ich glaube, dass ich auch jetzt ein paar Jahre in so einer Zwischenphase war zwischen, sie kann nicht mehr die jugendliche 16-Jährige spielen, aber jetzt so richtig erwachsen ist jetzt auch noch nicht. Das ist dann so das Spielalter und das tatsächliche Alter dann, ne? Genau, und das ist irgendwie ganz merkwürdig, dass gibt es schon immer bei Frauenrollen, das gibt es bei Männern irgendwie nicht, die können durchgängig die können alles spielen. Sein. Bei Frauen gibt es ab 40, von 40 bis sagen wir mal 50 gibt es einmal eine Lücke und dann ist man, weiß nicht, schon wieder die Oma. Also ist man nicht mal mehr nur die Mutter gewesen, sondern ist man dann gleich die Großmutter. Also das ist wirklich komisch, dann sind nicht mehr so viele interessant. Also hat sie damit recht, würdest du sagen, das ist schon ein Thema, was es bei Männern dann nicht gibt in auf diesem Beruf. Fall. Ja. Okay, aber man könnte doch dann die Partnerin sein, die Ehefrau oder Unternehmerin oder Mörderin. Ja, aber es werden keine guten Rollen für Frauen ab einem gewissen Alter geschrieben. Das ist ganz merkwürdig. Aber man hört das und gleichzeitig haben wir doch auch Frauen als Drehbuchautorin, als Regisseurinnen. Also es gibt ja auch eine Bewegung, die sagt, mehr Frauen in genau diese Position. Ich glaube, dann müssten doch Frauen für Frauen genau da. Och, das nervt mich so. Guck mal, die Jacke. Ja, aber wenn du jetzt mit deinem Fusselarm da drüben ist nicht besser, ganze Zeit schon. Ich möchte die ganze Zeit so machen, aber es geht ja nicht, wenn wir uns unterhalten. Kannst du ruhig machen, das irritiert mich nicht. Nein. Das bringt gar nichts. Nein, das stimmt, das bringt gar nichts. Sieht jetzt aus, als hätte ich Haare auf den Knien. Ja. Ganz
schlimm. Hast du? Nein. Viele. Nein, aber es gibt doch auch den Ansatz zu sagen, wir haben alle Positionen eben auch besetzt als Regisseurinnen, als Drehbuchautorinnen und da müssten doch diese Rollen auch stärker werden für Frauen. Ich glaube, das werden sie auch, aber ich glaube, dass es auch ein System gibt, wo noch viel gearbeitet werden muss. In Redaktionen sitzen ja trotzdem auch viele Männer noch. Ältere Herrschaften. Also da hat es den Wandel dann noch nicht gegeben. Nee, ich glaube, Deutschland lässt sich da sehr viel Zeit auch was... Irgendwie BIPOC-Personen im Fernsehen angeht oder queere Personen, das ist alles noch nicht so da wie in anderen Ländern. Aber es ist doch ein gesellschaftliches und gesellschaftspolitisches Thema. Und total. Von daher ist es doch schade, wenn es dann nicht abgebildet wird total. Bei den Dingen, die wir dann sehen und die wir konsumieren. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und ich glaube, dass es auch wichtig ist, um eine Gesellschaft zu formen, ne? Dass man das auch im Fernsehen abgebildet sieht, weil sonst verhält sich die Gesellschaft dementsprechend. In Deutschland dauert es leider nur unverständlicherweise sehr lange. Das ist auch immer wieder interessant, weil wenn man dann in Berlin wohnt, man lebt ja dann auch in der Bubble oder auch in Frankfurt. Ne? Also ist egal, man ist ja mit bestimmten Leuten also zusammen. In Großstädten dann wie Bremen, Frankfurt, Berlin ist das natürlich schon. Nee, und dann ist es wirklich so, man hat dann ein gewisses Bild und denkt, aber eigentlich ist doch die Gesellschaft so. Und dann fährt man aber mal ein bisschen rum in Deutschland und merkt, nein, so ist es gar nicht. Ich habe einfach nur das Privileg, in einer Großstadt zu leben, wo sich etwas schon anders abgebildet hat oder etwas anders verändert hat. Das mag es auch in vielen Kleinstädten, aber zum Beispiel auf dem Land oder in ländlichen Gegenden, im nicht so dicht besiedelten Ostteil Deutschlands. Wo es noch nicht so divers dann ist. Genau, aber das ist das einfach nicht. Und deshalb ist es, glaube ich, noch umso wichtiger, das im Fernsehen darzustellen oder abzubilden, weil es eben ja unsere Gesellschaft auch formen soll. Ne? Also ihr habt ja in der Weserburg diesen Sommer über längere Wochen eine ganz fantastische Ausstellung gehabt. Heute schreiben wir Geschichte, Gedichte, Geschichten. Heute schreibe ich Gedichte, heute schreibe ich Geschichte. Wow. Und da sind ja auch unterschiedliche Aspekte dann tatsächlich auch angesprochen worden. Also da war so viel Input über das, was Leben sein kann, über Lebenswunden, über Lebensnarben. Und ich denke, viele von uns haben das hier gesehen und haben das auch sehr genossen. Also das ist ja auch etwas, was du in deiner Kreativität dann auch machst und versuchst, ein Zeichen zu setzen. Ja, und zwar natürlich wichtig oder ist in dieser Arbeit, wenn wir die Ausstellung machen, immer wichtig, die Städte mit einzubeziehen und auch die... Und Bremen war gastgebende Stadt? Bremen war gastgebende Stadt und es war uns wichtig, die Menschen der Stadt einzubeziehen und auch die Demografie der Stadt sozusagen. Deshalb hat man dann gemerkt, hier geht es sehr viel um Armut, um Kinderarmut. Also Themen, die Stadt betreffen, aber auch viel um Liebe. Dann haben wir ganz tolle, bezaubernde Menschen kennengelernt, Leute, die mit behinderten Menschen arbeiten. Ja, es waren ganz sensible Texte und es war eine große Abbildung. Der jüngste eingereichte Text, der jüngste war 9, die älteste war 93, die wir porträtiert haben. Und es war wirklich interessant. Und es war so viel Lebensfreude und wir haben irgendwie Leute zusammengebracht. Es war richtig schön und es ist so gut angekommen. Man hat so, deshalb haben wir auch das in Bremen machen wollen. Weil man hier so gut angekommen ist. Es sind alle so nett. Sehr interessant. Den Eindruck haben wir auch, dass du jetzt langsam ankommst hier im Weserstrand-Talk. Und trotzdem ist die Stunde schon fast vorbei. Was? Ja. Und wir haben uns gedacht, wir haben dich als Seestern genossen bei Masked Singer und waren alle total erstaunt. Ja, ist doch so, ne? Was du für eine fantastische Stimme hast. Dankeschön. Also diese Stimmbandentzündung hast du echt gut gerockt. Es ist auf jeden Fall was da geblieben. Möchtest du singen, wenn du hier langsam das Studio verlässt? Ist singen verlassen? Was soll ich singen? Was würdest du denn singen? Also ich habe das Playback da von Don't Rain on My Parade, weil ich dachte, den Text kannst du ja, wenn du sonst nicht so textsicher bist. Den Text kann ich nicht mehr. Kannst du den nicht mehr? Wir können es kurz ansingen und dann könnte das Publikum mitsingen. Wenn ich einen Text kriege, kann ich es machen. Nee, den haben wir nicht. Auf dem Handy? Haben wir nicht. Ich kann den Text nicht. Also, du hast doch den Text gesungen. Ich sage euch ein Geheimnis. Man hat da In-Ears und... Du hast in deinem Seestern-Kostüm den Text? In-Ears. Ach, In-Ears. Und ich sage mal so, hatte teilweise Hilfe auf dem Ohr. Guck mal, da habe ich den Text. Okay, wir haben den Text. Okay.
Ich soll I'll march my band out, I'll beat my drum. Guess we didn't make it, at least I didn't fake it. Jetzt soll ich das ganze Lied singen. Von nein, nein, nein. Du kannst deine Stimmbänder anwärmen, du kannst aber auch sagen, ich lese den Text. Vor allem so ganz klein auch. Ja, wir haben kleiner extra. Als ich. Es geht schon. Ich liebe diesen Song. Ich weiß aber nicht, wann es anfängt, ehrlich gesagt. Beim nächsten, ne? Jetzt. In ear. Don't tell me not to let. Na, es war schon zu spät. Nochmal von vorne. Noch ein Zähler. Von vorne. Nur einer. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Ich weiß nicht mehr, wie das Lied geht. Ja, Steph, Lindsay Bauer. War herrlich. Ich weiß nicht mehr, wie das Lied geht. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Ich erlöse dich einfach. Behalte dein Telefon, kein Problem. Ja, du behältst einfach das Handy und du musst nicht weiter singen. Wir sagen Tschüss vom Weserstrand Talk und sagen Dankeschön an Jasna Fritzi Bauer. Vielen Dank für die Einladung. Ich kann gar nicht singen. Aber wir grüßen euch, freuen uns auf das nächste Mal und dich sehen wir nicht nur im Bremer Tatort, sondern auch bei anderen schönen Produktionen und sonst kann man einfach mal eine Geschichte schreiben. Dankeschön, ja. Tschüss. Vielen Dank. Ciao in den Livestream. Bis bald im Weserstrand Talk. Tschüss, ihr Lieben.